15 Uhr, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Maidorns Meinung, natürlich mit Alfred Maidorn vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Maidorn, man muss sagen, wir haben heute eine Sendung, in der wir eigentlich nur über Energie sprechen werden. Gut, es gibt natürlich auch eine Quartalszahlenflut, muss man auch dazu sagen. Aber bei den Energiekonzernen, sowohl alternative Energie als eben auch, ich sag mal, die herkömmliche Energie, da gab es Zahlen und die haben teilweise überrascht. Wir starten direkt mit Nordex, mit dem Windenergiekonzern, und da sind die Zahlen gut angekommen. Man konnte sogar die Jahresprognose noch ein bisschen erhöhen. Hat man damit jetzt tatsächlich dieses Oktober-Tief weit hinter sich gelassen oder sagen Sie noch ein bisschen Vorsicht walten lassen? Ja, das hatte man ja schon im Vorfeld. Die Aktie hat ja schon wieder deutlich angezogen. Und tatsächlich jetzt die Zahlen waren, man muss schon fast sagen, wie erwartet gut. Man hat sich gar nichts anderes vorstellen können nach der Auftragsflut. Dass man jetzt noch die Prognose angehoben hat, ist natürlich auch ganz schön. Wobei es ist ja auch nur noch ein Quartal, aber immerhin. Also alles im sehr grünen Bereich. Und das lässt auch hoffen, dass man die langfristigen Ziele auch erreicht. Und vor allen Dingen ist Nordex jetzt wieder auf einem Niveau, was den Umsatz sowieso angeht, aber jetzt auch den Gewinn angeht, was man zuletzt 2008 hatte. Und da war die Aktie zeitweise bei 40 Euro. Also da ist eigentlich von der Aktie noch einiges an Luft nach oben. Wenngleich, man sieht es ja hier ganz schön, wir sind jetzt an einer sehr wichtigen Marke. Das ist so knapp 15, 14,80, da wo wir jetzt gerade sind. Und so fast gerade geworden. Da muss es natürlich durch, da muss die Aktie durch. Ich bin eigentlich fast ganz froh, dass sie heute nicht mehr steigt, denn oft ist es so, wenn Aktien stark steigen nach guten Zahlen, dass sie dann auch schnell wieder zurückkommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Tagen sich dieser Anstieg noch fortsetzen wird und dass wir dann auch tatsächlich noch die alten Jahreshochs von, wo wir da bei 17 ungefähr, dass wir die dieses Jahr noch sehen. Würden Sie jetzt sagen, als Anleger lieber die 14,80 Euro noch abwarten, bis sie tatsächlich dann überwunden ist? Oder würden Sie sagen, naja, Nordex lohnt sich eigentlich immer bei Kursrücksetzern zu einem Kauf? Ich hoffe mal, dass alle, die die Sendung regelmäßig sehen, Nordex-Aktien mittlerweile haben. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ich mich positiv zu Nordex äußere. Da hat sich auch nichts dran geändert. Und wer immer noch was sucht im Bereich Erneuerbare und gerade im Bereich Winter, ist eigentlich Nordex immer noch erste Wahl. Und auch sonst ist es einfach ein tolles Unternehmen. Das läuft alles rund, es wächst und man hat sich gut aufgestellt in den letzten beiden Jahren und erntet jetzt die Früchte dieser Arbeit. Und das wird noch eine ganze Zeit so weitergehen. Bei unserem nächsten Wert, nämlich bei SolarWorld, da, was heißt, erntet man die Früchte? Wir sehen ja, oder wir hatten im Prinzip hier, was das charttechnische Bild angeht, eigentlich schon ja eine Patient-Tot-Linie gesehen fast. Jetzt gab es die Zahlen und die sind eigentlich recht, was heißt eigentlich, die sind recht gut ausgefallen. Glauben Sie, dass jetzt langsam mal ein bisschen Schwung kommen könnte hier bei SolarWorld? Ja, wobei der Begriff recht gut passt schon. Man hat ja schon vor knapp zwei Wochen vorläufige Zahlen gemeldet, heute die endgültigen Zahlen. Man ist auf dem richtigen Weg, sicherlich, klar, die Umsätze wachsen wieder, gut 20% zugelegt im Vergleich zum Vorjahr. Was allerdings noch fehlt, ist der Sprung in die schwarzen Zahlen, unterm Strich immer noch ein Minus von, glaube ich, 8 Millionen. Das ist nicht mehr so wild, wie es mal war. Aber wenn man sich anschaut, dass die meisten anderen Solarhersteller schon schwarze Zahlen schreiben und das nicht erst seit ein, zwei Quartalen, sondern schon teilweise seit über einem Jahr, dann ist SolarWorld da doch noch ganz schön hinten dran. Man hat so ein bisschen das Glück oder auch vielleicht das Geschick, dass man den US-Markt sehr gut bedient. Man ist ja da direkt vor Ort. Das hat zu den guten Zahlen geführt, weil da auch die Absatzpreise sehr hoch sind. Aber das deutsche Geschäft ist nach wie vor schwach und man hat natürlich auch durch die Bosch-Übernahme mehr Mitarbeiter, höhere Kosten. Also das ist noch nicht so ganz rund. Dieser Anstieg ist gerechtfertigt, aber ob da jetzt noch mehr nachkommt, das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es doch bessere Alternativen im Solarsektor. Also hier erstmal noch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, also die Aktie ist sicherlich nicht überteuert, kann sie ja auch kaum, aber ein Schnäppchen ist SolarWorld auch nicht. Und wie gesagt, die Gewinne fehlen. Bei Canadian Solar, da gab es schon Zahlen und zwar gestern. Da haben die Anleger dann auch relativ schnell drauf reagiert. Wir sehen es schon, 22,20 Euro aktuell, also im Minus 2,5% muss man hier abgeben. Waren die Zahlen tatsächlich so enttäuschend? Eigentlich gar nicht. Die Zahlen waren sogar hervorragend. Die waren deutlich besser als erwartet. Und die Aktie ist dann auch in der ersten Reaktion, gestern ganz interessant, 8% im Plus gewesen und dann zum Handelsende in den USA, das ist ja der Haupthandelsplatz, mit fast 11% im Minus. Das lag, wie gesagt, daran, die Zahlen waren gut, besser als erwartet. Man hat viele Solarparks verkaufen können und vor allem das US-Geschäft kommt gut voran, aber dann der Ausblick, der war da nicht so gut, weil man eben viele Solarparks jetzt schon verkauft hat, fehlen die dann im vierten Quartal. Und der Ausblick lag unter den Prognosen der Analysten. Und wichtiger ist nun mal an der Börse der Ausblick und darum dieser Abschlag. Aber ich finde das schon überzogen, denn letztendlich, man macht ja gutes Geschäft. Ob es jetzt ein Quartal eher oder später ist, also das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Würden Sie jetzt hier noch zu einem Kauf raten bei Canadian Solar oder auch lieber sagen, naja, mal abwarten, bis man wieder über den langfristigen Trend sich schieben konnte?
Gute Frage, schwer zu beantworten. Also es ist ein tolles Unternehmen, vor allen Dingen, weil man diesen Vorteil hat, man ist in den USA auf einem wichtigen Markt, auch in Kanada ein großer Solarmarkt, man produziert aber größtenteils in China. Also eine gute, ganz gute Kombination, aber vielleicht jetzt tatsächlich erstmal abwarten, weil dieser Kursverlust, meistens erholen sich Aktien davon nicht so schnell wieder, sondern das braucht noch eine Zeit. Also vielleicht erstmal anschauen und sich das dann auch überlegen. Überlegt haben die Anleger bei Jinko Solar nicht allzu viel. Hier ist man mit den Zahlen gestern von Canadian Solar nach unten abgerutscht. Allerdings gab es hier ja noch gar keine Zahlen. Da müssen wir jetzt noch bis nächste Woche gedulden. Was erwarten Sie hier? Ja, das ist ja ganz oft so, dass wenn ein Unternehmen der Branche schlechte Zahlen bringt, dass dann alle anderen auch gleich mitfallen. Das ist hier eigentlich nicht gerechtfertigt, denn ich habe es ja angesprochen, bei Canadian Solar waren das vor allen Dingen Verschiebungen, die dazu geführt haben, dass der Ausblick schlecht wird. Und Jinko Solar bedient ganz andere Märkte. Man ist zwar auch in den USA, aber man ist vor allen Dingen auf dem chinesischen Markt. Wie die Zahlen werden, ist schwer vorherzusagen. Man kann davon ausgehen, dass die Zahlen selbst für das dritte Quartal nicht ganz so gut werden, weil der chinesische Markt doch noch nicht so recht ins Laufen gekommen ist im dritten Quartal. Aber im vierten Quartal, das hat ja schon begonnen, da sieht es deutlich besser aus. Und daher hier wahrscheinlich eher umgedreht, eher schlechte Zahlen oder nicht ganz so gute Zahlen und dafür ein guter Ausblick. Was die Aktie damit macht, das muss man mal sehen. Aber wir sind ja nun nicht auf einem hohen Niveau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht doch mal eine positive Reaktion kommt, die ist schon gar nicht so klein. Bei uns beispielsweise jetzt in Deutschland, Europa, da leiden natürlich die Solarmodulhersteller ordentlich. Wo liegt denn hier der Unterschied überhaupt, wenn man jetzt mal China beispielsweise mit anderen Ländern vergleicht? Weshalb ist hier mehr Potenzial? Ja gut, der chinesische Markt ist noch immer deutlich kleiner als der deutsche, was die installierte Leistung angeht. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, 37 Gigawatt, in China sind wir jetzt bei noch nicht mal 20. Also der Markt ist nur halb so groß und China ist ja nun bekanntlich ein bisschen größer als Deutschland. Also da ist noch viel Luft nach oben. Das muss auch so sein. Es wird auch stark wachsen in den nächsten Quartalen. Das Problem ist, ob die Preise für Module, die sind in China im Moment sehr niedrig, ob die wieder anziehen. Die müssen eigentlich anziehen, damit auch die Firmen wieder Geld verdienen. Es nützt ja nichts, wenn ich meine Module verkaufe. Ich will ja damit auch was verdienen. Aber der chinesische Markt ist eigentlich der Markt, wo man sich im Moment bewegen muss. Es ist jetzt der größte der Welt. Und das wird im nächsten Jahr auch so bleiben. Und da ist Jinko Solar bestens aufgestellt. Kommen wir trotzdem zurück, auch ins kleinere Deutschland. RWE hat heute schon Zahlen geliefert. Die Zahlen, na gut, da hat man fast schon damit rechnen können, dass das jetzt nicht der große Sprung wird. Die Großhandelsstrompreise, die sinken weiterhin. Und das merken natürlich auch die Energieriesen. RWE, E.ON, hatte gestern schon Zahlen geliefert. Aber bei RWE, müssen wir sagen, wurde man doch deutlicher abgestraft und hatte vielleicht sogar schon hier gehofft, man könnte jetzt wieder zumindest die 28-Euro-Marke, die 30-Euro-Marke knacken. Ja, das ist es ja so, dass Aktien nicht immer fallen. Auch die schlechtesten Aktien erholen sich mal. Auch RWE hat sich erholt, aber das Zahlenwerk war natürlich wirklich nicht gut. Es hatten zwar einige noch schlechtere Zahlen erwartet, aber dennoch vor allen Dingen der Ausblick stimmt halt sehr pessimistisch. E.ON hatte diesen schönen Werbespruch vorweggehen. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz, denn im Bereich Erneuerbare, wo man sich ja aufhalten muss, da macht E.ON gerade mal 4% seines Stroms, kommt aus Erneuerbaren. Das ist natürlich ein sehr geringer Anteil. E.ON setzt weiterhin auf Braunkohle. Das ist vielleicht nicht ganz so super modern. Und man muss hier ran. Man hat einen Schuldenberg von 30 Milliarden Euro und das alles sieht wirklich nicht gut aus. Und das spiegelt sich auch im Kursverlauf wieder. Und es ist eher die Frage, wie man diesen Kursverfall stoppen kann, als dass E.ON jetzt kurz das RWE von der Trendwende steht. Also ich glaube nicht, dass sich hier eine große Erholung abzeichnet. Und die Zahlen werden auch schlecht bleiben in den nächsten Quartalen, wahrscheinlich sogar in den nächsten Jahren. Und schlimmstenfalls muss sogar die Dividende gekürzt werden und das wäre natürlich fatal. Das sind natürlich ordentlich negative Aussichten bei den Anlegern, die jetzt schon investiert sind. Würden Sie da zu einer Halte- oder zu einer Verkaufsposition raten? Also da halte ich es immer so, ich sage immer, ich würde eher nicht kaufen und abgeleitet davon kann man sich das vorstellen, was man machen sollte, wenn man die Aktie hat. So. RWE. RWE natürlich. Und bei E.ON sieht es auch nicht viel besser aus. Gucken wir doch direkt mal drauf bei E.ON. Da gab es ja auch schon Zahlen. Ähnlich natürlich ist man hier auch von den Strompreisen von ordentlich belastet. 12,91 Euro sind wir hier. Die Zahlen kamen gestern schon auch hier. War es zwar nicht das ganz große Drama, aber schön sahen die Zahlen jetzt tatsächlich auch nicht aus. Ja, es war sogar ein Quartalsverlust. Das ist natürlich alles andere als schön, aber auch das war ungefähr erwartet worden. Also auch hier keine große Überraschung. Dennoch bleibt natürlich auch bei E.ON die Frage, wie will man aus diesem Tal wieder rauskommen? Was hat man vor? Man hat versucht, in der Türkei und in Brasilien zu investieren, hat es auch gemacht. Das läuft aber auch nicht so gut, denn auch hier gibt es Probleme. Und die Strompreise werden wahrscheinlich auch weiterfallen. Auch in anderen Bereichen sieht es natürlich nicht gut aus, dass der fallende Ölpreis belastet, RWE und E.ON.
Also ich wüsste nicht, wo hier irgendwie Fantasie herkommen soll. Und die Dividendenrendite, die ist ja bei beiden immer noch recht hoch. Aber wenn die auch noch in Gefahr ist, dann wird es wirklich unangenehm irgendwann. Herr Maidon, wenn man jetzt mal, naja, ich will nicht sagen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, aber wenn man jetzt mal beide vergleicht, E.ON und RWE, was wäre denn hier das kleinere Übel? Das ist sicherlich E.ON, weil E.ON hat eine weitaus bessere Bilanz. E.ON ist stärker in Erneuerbaren unterwegs als RWE, setzt nicht so auf Braunkohle, also ist so ein bisschen das modernere Unternehmen, aber auch hier ist noch jede Menge Arbeit zu tun. Also der Einäugige unter den Blinden ist jetzt nicht so das, was ich in meinem Depot haben möchte. Also lieber bei beiden Finger weglassen. Ja. Dankeschön, Herr Maidon, für diesen Überblick bei unserem Thema heute, wo es fast oder eigentlich nur ausschließlich um Energie ging. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei.